mal woanders hinlegen? Nein, das kann ich nicht. Was heißt das, Sie können nicht? Sie können doch aufstehen und sich aufs Sofa legen. Frau Mangold, ich kann mich nicht von der Stelle rühren. Gequälte Kreatur. Ich kann mich nicht am Rücken kratzen, obwohl es gerade fürchterlich juckt. Wo denn, hier? Und da. Ja. Und da. Ja. Links. Hier? Ja. Na gut. Jetzt ist nur noch der Schmerz übrig. Kommen Sie. Ich helfe Ihnen rüber zum Bett. Ah! Was soll ich im Bett? Das werden Sie dann schon sehen. Haben Sie einen Kurs gemacht? Na, wenn ich mich bei was auskenne, dann ist es Ischias. Mein Mann hatte nämlich 20 Jahre lang Ischias bis zu seinem Tod. Oh! Ist er dran gestorben? Sagen Sie doch nicht sowas. Und nun? Na, hinlegen auf dem Bauch. Ich gehöre nämlich zu den unsympathischen Patienten, die immer vorher wissen wollen, was passiert. Der Nerv muss gewärmt werden. Wo haben Sie denn Ihr Heizkissen? Habe ich eins? In letzter Zeit nimmt das zu wie eine Volksseuche. Ich vergesse einfach alles. Entweder es kommt von der Ernährung oder die Menschen bewegen sich falsch oder es liegt an den Umweltschäden. Worauf tippen Sie? Auf alle drei. Ich hab's doch neulich erst gesehen. Vielleicht in der Kommode. Ach ja. Nun legen Sie sich doch endlich hin. Sind Sie sicher, dass der Nerv geheizt werden muss? Lassen Sie es so lange wie möglich drauf und bewegen Sie sich nicht. Am besten, Sie liegen still bis morgen. Kann mich sowieso nicht bewegen. Und still liegen kann ich auch nicht. Wenn man krank ist, hat alles andere zurückzustehen. Gesundheit hat Vorfahrt und das gilt auch für Sie. In 3 Stunden muss ich los. Ich habe eine Verabredung. Von Absagen haben Sie wohl noch nie was gehört. Das geht nicht. Es handelt sich um ein Rendezvous mit einer Dame. Na, die wird das schon verstehen. Oder hat sie kein Herz? Es geht um mein Herz, Frau Mangold. Rufen Sie, wenn es zu heiß wird. Rufen kann ich auch nicht. Schrapnell. Was waren Ihre Gründe, die USA zu verlassen? Das Essen? Kennen Sie Baltimore? Nee. Wenn Sie es kennen würden, würden Sie mich fragen. Aber es gibt noch andere Städte dort, zum Beispiel New York, San Francisco. Und da ist noch eine dritte, die habe ich jetzt vergessen. Ich habe mir gesagt, wenn ich Baltimore verlasse, dann richtig. Und? Hamburg ist richtig? Naja, Hamburg ist extrem gewöhnungsbedürftig. Aber zuerst war ich natürlich mal in Paris und da habe ich eine Engländerin kennengelernt. Und mit der betreibe ich in Hamburg ein Übersetzungsbüro. So, und jetzt wissen Sie fast alles über mich. Warum überhaupt Deutschland? Na, das haben mich meine Eltern auch gefragt. Vielleicht, weil ich so gut Deutsch kann. Das ist einleuchtend. Und von wo nach wo übersetzen Sie? Na, ich übersetze gar nicht. Wir haben etwa 15 Dolmetscher und Übersetzerinnen eingestellt. Und die übersetzen so gut wie überall hin. Sie haben heute einen Gang, als hätten Sie einen Hexenschuss. Das ist nichts. Ach, das vergeht wieder. Schmerzen? Oh, kaum der Rede wert. Was tun Sie dagegen? Ich habe noch keine Erfahrung. Ich habe es zum ersten Mal. Mein zweiter Mann, Herr Shapiro aus New Jersey, der hat sein Ischias mit Schwimmen in den Griff gekriegt. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ach, das ist schön. Wahrscheinlich hatte Herr Shapiro ein eigenes Schwimmbecken. Das ist richtig. Aus Tanzen wird dann wohl nichts. Aus was? Naja, als Sie mir vorschlugen, in eine Bar zu gehen, da hatte ich sofort im Kopf, mit Ihnen zu tanzen. Oh, tanzen ist nicht meine Stärke. Wir machen es vielleicht ein andermal. Bis dahin lerne ich's. Bitte schön. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Oh, junger Freund. Schön, Sie wiederzusehen. Sie spielen jetzt hier? Ich würde lieber in der Philharmonie spielen. Die Zahlen besser. Weil Sie das dumme Wort Zahlen in den Mund nehmen, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie mir noch Schulden. Das sind doch. Da denke ich jeden Tag dran. Sie verdienen doch, oder zahlen die hier auch nicht? Doch, aber ich habe so viel Schulden, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. An welcher Stelle haben Sie mich denn eingeordnet? Moment.
wenn ich mir mal eine leise Kritik erlauben darf. Ja? Sie haben zwar einen Prozess für mich gewonnen, aber der Vorteil, den ich davon habe, der ist bis heute 0,0. Wieso? Haben Sie das Geld noch nicht? Keinen Pfennig. Aber wir haben ein Urteil mit Vollstreckbarkeitsklausel. Warum haben Sie nicht pfänden lassen? Wieso pfänden? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Das tut mir leid. Ich dachte, die Sache wäre längst erledigt. Soll ich mich drum kümmern? Wenn ich es mir leisten kann, gerne. Moment. Darf ich bekannt machen? Das ist Herr Diemer, Musikstudent. Guten Abend. Möchten Sie, dass ich irgendetwas für Sie spiele? Ja, spielen Sie doch aus, dass Sie wissen schon. Diesen hier? Hätte ich ihm was geben sollen? Sie haben ihm Ihr schönstes Lächeln gegeben. Das reicht. Guten Tag. Guten Tag. Also ich sag's Ihnen lieber gleich, ich hab wenig Geld. Hier werden Sie bedient, als wären Sie Millionär. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Allerdings eine Bitte, die ich an alle Klienten habe, nicht nur an die Minderbemittelten, ist, Ihr Anliegen möglichst prägnant vorzutragen. Ja. Bitte. Danke. Also, ich war mit meiner Freundin im Urlaub und habe einen Wohnungsschlüssel bei meiner Mutter hinterlassen. Für den Fall, dass es mal brennt oder fürs Blumengießen. Nun, ich komme 2 Tage früher als geplant, danke sehr, aus dem Urlaub zurück und erwische einen Einbrecher. Der war leider stärker als ich. Haut mir ein paar rein und verschwindet. Diese Burschen sind auf solche Begegnungen leider besser vorbereitet als unser eins. Haben Sie ihn wenigstens erkannt? Ich sah deutlich sein Gesicht, wenn Sie das meinen. Aber ich kannte... Nein, ich kannte ihn nicht. Das kann man nicht sagen. Ich meine auch, ob Sie ihn wiedererkennen würden. Die Frage erledigt sich gleich. Als ich aus dem K.O. aufwachte, da fand ich auf dem Tisch einen Schlüssel. Wahrscheinlich hat ihn der Einbrecher in der Eile zurückgelassen. Es war derselbe Schlüssel, den ich meiner Mutter überlassen hatte. Der gleiche? Nein, nein, es war schon richtig, derselbe. Kein Zweifel möglich. Schlüssel lassen sich nachmachen. Es war ja sogar derselbe Anhänger. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott in Messing geprägt. Das klingt überzeugend. Da es schon weit in der Mitternacht war, zum Sonnabend, bin ich dann erst am nächsten Vormittag zur Mutter. Ja? Der Fensterputzer ist da. Was? Ja, steht in Ihrem Kalender. Kommen Sie rein. Guten Tag. Guten Tag. Wird es denn lange dauern? Jede Sekunde länger als nötig. Wir haben Pauschalpreise. Darf ich mal? Ja. Meine Mutter hat dann den Schlüssel in der Küchenschublade gesucht und ihn natürlich nicht gefunden. Aber sofort hat sie getippt, dass ihre Nachbarin ihn geklaut hat. Frau Elfenthal. Und der Mann? Genau. Das habe ich sie auch gefragt. Aber meine Mutter, die hatte nicht mal eine Vermutung. Aber jetzt sind Sie endlich zur Polizei gegangen. Jetzt sind wir zur Polizei. Nein, noch nicht. Wissen Sie, meine Mutter ist etwas kränklich. Und wenn es irgend geht, dann versuchen wir, unsere Wochenendeinkäufe gemeinsam zu gestalten. Wenn ich erst zur Polizei gegangen wäre, dann wäre die Zeit zu knapp gewesen. Selten so etwas Einleuchtendes gehört. Als wir im Supermarkt fast fertig waren, da sagt meine Mutter, siehst du da vorne die Frau in der Brusttheke? Das ist die Frau Elfenthal. Und der junge Mann neben ihr, das ist ihr Sohn. Und der war der Einbrecher. Sie haben es erfasst. Hallo, junger Mann. Sind Sie bitte so nett und helfen mir hier raus. Hallo, junge Frau. Beeilen Sie sich ein bisschen mit dem Handtuch. Ich kann den Bauch nicht so lange einziehen. Jetzt bringen Sie mir bitte ein Glas Bier und wenn Sie haben, eine Tablette gegen Rückenschmerzen, ja? Danke. Gerne. Wir mussten ja erst mal die Einkäufe nach Hause schaffen. Aber als wir oben waren, da hat's geklingelt. Und wissen Sie, wer draußen steht? Herr Elfenthal. Ja, Herr Elfenthal. Er hat mich dann ausgesprochen höflich gebeten, ob er mich kurz sprechen könnte. Ich habe mir nichts dabei gedacht, ich habe ihn hereingelassen. Sie sind eine zutrauliche Seele. Als erstes hat er sich erkundigt, ob ich schon Anzeige erstattet hätte. Er dachte an das Naheliegende. Ich habe nicht ja, nicht nein geantwortet. Ich habe mich nur erkundigt, was ihn das interessiert. Woraus er entnehmen konnte, dass Sie es noch nicht getan hatten. Jedenfalls hat er mich dann händeringend gebeten, auf die Anzeige zu verzichten. Er hätte sowas noch nie getan
Er wüsste auch nicht, welcher Teufel ihn geritten hätte. Und, ach, und dass er Beamter sei. Ja, wenn die Sache rauskäme, wäre sofort seinen Job los und seinen Beamtenstatus. Guten Tag, ich heiße Liebling und bin Rechtsanwalt und würde gern die Adresse von dem Gerichtsvollzieher Waldner haben. Danke. Und wozu wollen Sie die haben? Ich habe ein Urteil mit Vollstreckbarkeitsklausel. Ach. Und Herr Hugo Waldner soll vollstrecken? Wenn das ginge, das wäre sehr schön. Und woher wissen Sie, dass er zuständig ist? Das weiß ich überhaupt nicht. Herr Waldner ist nur der netteste Gerichtsvollzieher, den ich persönlich kenne. Und nebenbei gesagt auch der einzige. Alle Gerichtsvollzieher sind nett. Eben. In welcher Straße wohnt der Dünkirchener Platz? Moment. Es gibt für die Vollstreckung bestimmte Zuständigkeiten. Und der Fabritz kann ich so einfach mal in Friedenau pfennen. Immerzu muss man was lernen. Immerzu kommt was Neues. Für Dünkirchener Platz ist Herr Ulrichsen zuständig. Ist der gut? Sonst wäre er nicht Gerichtsvollzieher geworden. Sagen Sie mir auch die Adresse von Herrn Ulrichsen? Sagen Sie mal, haben Sie Rückenschmerzen? Überhaupt nicht. Ich habe ein Beugegelübde getan. Als Elfenthal spürte, dass ich nun nicht gerade sehr entgegenkommend war, womit er ja auch kaum rechnen konnte, ja, hat er mir 5.000 Mark dafür geboten, dafür, dass ich ihn nicht anzeige. 5.000 Mark. Das ist mehr, als ich je besessen habe. Ich habe natürlich gesagt, dass ich mir die Sache erst überlegen müsste. Und er ist dann gegangen. Hat er denn aus Ihrer Wohnung was mitgehen lassen? Ich meine, bei dem Einbruch. Nein. Na, erstens hat er dafür kaum Zeit gehabt. Und zweitens besitze ich auch nichts derart Wertvolles. Jedenfalls ist er am nächsten Tag wiedergekommen. Er hat mir einen Vertrag angeboten, in dem ich mich verpflichten sollte, gegen die Zahlung besagter 5.000 Mark auf die Strafanzeige gegen ihn zu verzichten. Und das haben Sie unterschrieben? Ja, das habe ich unterschrieben. Sehen Sie, erster Vertrag. Ein Exemplar er und eins ich. Na, ich habe die 5.000 Mark genommen. Er ist dann verschwunden. Ich hielt den Fall für erledigt. Aber? Als meine Mutter hörte, dass ich nicht bei der Polizei war, dass sie ausgerastet. Sie ist sofort zum nächsten Polizeirevier und hat den Diebstahl des Schlüssels durch Frau Elfenthal angezeigt. Was ja auch ihr gutes Recht war. Ja, aber bei ihrer polizeilichen Vernehmung hat doch die alte Schachtel, Entschuldigung, Frau Elfenthal, alles zugegeben. Und obendrein hat sie noch den Einbruch ihres Sohnes verpetzt. Schwatzsüchtig, wie die nun mal ist. Na ja, und daraufhin ist der vernommen worden. Und hat natürlich alles geleugnet. Mit der Verzichtserklärung des einzigen Zeugen in der Tasche. Mhm. Ja, kurze Zeit darauf wurde ich vernommen. Ich musste das bestätigen, was blieb mir weiter übrig? Ich hätte bei meiner Heimkehr aus dem Urlaub in meiner Wohnung einen Mann vorgefunden, den ich nicht kannte. Das habe ich erzählt. Das ist ja auch die reine Wahrheit. Ja, aber dass ich zu dem Zeitpunkt schon wusste, wer er war, das habe ich verschwiegen. Namen wurden nicht genannt. Danke. Dazu kann Sie auch keiner zwingen. In wenigen Tagen ist die Gerichtsverhandlung. Ich bin als Zeuge geladen. Bitte. Die werden mich doch todsicher fragen, ob ich den Elfenthal wiedererkenne. Der hat übrigens angerufen und die 5.000 Mark zurückgefordert. Für den Fall, dass ich ihn belasten sollte. Aber ich habe die nicht mehr. Wie soll ich mich verhalten? Sie verpflichten sich hier, mit keiner Silbe Falschaussagen zu Elfenthals Gunsten zu machen. Wenn der Richter Sie fragt, ob Sie den Mann wiedererkennen, der bei Ihnen eingebrochen ist, antworten Sie klar und deutlich, ja. Ja. Ja? Chef, können Sie mal einen Moment unterbrechen? Danke. Sobald einer irgendwo arbeitet, kommt ein anderer vorbei, der einen stört. Was? Jetzt habe ich mir noch vergessen, wo ich hin wollte. Er kann schrauben, Fuß aufstampfen, den kann er. Warum haben Sie nicht den Fahrstuhl genommen? Was denn? Hier gibt's einen Fahrstuhl? Aber ja, im Parallelaufgang. Im Haus ist ein Schild. Ach. Naja, ich wollte mich sowieso ein bisschen bewegen. Können Sie so nett sein und mir die Stirn abtupfen? Ich krieg den Arm nicht hoch. Danke vielmals. Danke. Ich... Rückenprobleme. Ah, nicht der Rede wert. Ich habe hier ein Urteil mit Vollstreckbarkeitsklausel. Sprechen Sie ruhig weiter. Der Gläubiger ist ein armer Musikstudent. Er hat beim Schuldner, einem Gastwirt, 2 Monate lang Abend für Abend Klavier gespielt, ohne auch nur einen Pfennig dafür zu sehen.
Wer macht denn sowas? Sowas machen manchmal arme Hunde, die nicht wissen, dass es unter den Arbeitgebern schräge Vögel gibt. Der Wirt zahlt bis heute nicht, obwohl das Urteil schon ein Vierteljahr alt ist. Warum will der Student jetzt es fänden lassen? Darf ich mich da drüben hinsetzen? Na bitte. Danke. Oh, weil er ein geduldiger Mensch ist, was weiß ich. Und warum haben Sie das Ding nicht mit der Post geschickt? Das hätte zu lange gedauert. Ah! Der junge Mann pfeift auf dem letzten Loch. Wissen Sie? Sind das nicht zwei sehr gegensätzliche Antworten? Herr Ulrich, ich bin nicht zum Diskutieren hierher gekommen. Ich möchte, dass Sie den Titel vollstrecken, und zwar bald. Man hat mir auf der Verteilerstelle gesagt, dass Sie zuständig sind. Ich kann mir also nicht aussuchen, ob ich zu Ihnen oder zu einem anderen gehe. Nun regen Sie mal nicht gleich auf. Was ist das? Eine Salbe gegen Ischias. Und wenn die nicht hilft, dann hilft überhaupt nichts mehr. Dann kann ich die Salbe leider nicht annehmen. Ein Rest Hoffnung muss mir bleiben. Die hilft. Muss langsam eingerieben werden. Am besten von einem Menschen, der es gut mit Ihnen meint und der geduldig ist. Danke. Wo findet man einen solchen Menschen noch? Dich aufs Höchste loben. Du bist die erste Frau in meinem Leben, die unten auf der Straße vor dem Haus wartet und mich nicht zwingt, einen Parkplatz zu suchen. Was für ein herzerwärmendes Lob. Du verstehst es, dich in Frauenherzen einzuschmeichen. Ich hätte es bis zu dir nach oben gar nicht geschafft. Was ist los? Immer noch der Rücken? Ich glaube ja. Bist du nicht geschwommen? Doch, bin ich. Aber es hat mir so viel geholfen, wie heiße Umschläge einer Leiche helfen. Das ist ein hübsches Bild. Stammt das von dir? Es stammt von Stalin. Man muss es natürlich öfter tun. Meine Haushälterin sagt was anderes. Schwimmen kann für mich der Tod sein, sagt sie. Naja, so geht es den meisten Männern. Sie müssen sich zwischen zwei Frauen entscheiden. Ich habe hier eine Salbe. Vom Arzt? Von einem Gerichtsvollzieher. Sie soll endgültig helfen. Schon probiert? Ich habe sie erst seit heute. Ja, dann rauf damit. Das schaffe ich nicht. Ja, dann mache ich das eben. Aber du wolltest doch mit mir ins Kino gehen. Ach, das ist wichtiger. Wie peinlich das alles ist. Oh. Viel lieber würde ich dir jetzt meine Briefmarkensammlung zeigen. Ach, das kannst du später tun. Und dich bewirten und verwöhnen. Ost mir nur sagen, wo die Getränke stehen. Champagner ist nicht da. Na, aber Wein noch hoffentlich, oder? In der Küche. Wenn nicht im Kühlschrank, dann in der Kammer. Gut. Ich hab schon. Hast du eigentlich so etwas wie eine Familie? Freilich. Eine geschiedene Frau, die ich nie sehe, und eine Tochter, die ich andauernd sehe. Wie alt? Ich glaube 29. Sie hat einen Sohn. Süß. Mein Ebenbild. Und im Moment ist sie wohl gerade dabei, meinen Sozius zu heiraten. Ist das an Familie alles? Oh, ist nur wenig unterm Durchschnitt. Willst du einen Schluck zur Stärkung? Nein, lieber, wenn ich es überstanden habe. Also dann weiter. Frag mich mal, ob es weh tut. Na, das versteht sich von selbst. Mao Zedong sagt, man soll einen Nachteil, den man erleidet, in einen Vorteil verwandeln. Das ist mir bisher nie gelungen, aber jetzt klappt's gerade. Inwiefern? Mein Leiden, bringt uns einander näher. Ach, merkst du schon einen Effekt? Ja, der Schmerz wird schlimmer. Ach, du musst durchhalten. Sag mal, ich stelle mir gerade die Frage, wo die Grenze verläuft. Was für eine Grenze? Wo es sich um eine medizinische Hilfeleistung handelt und wo dein Privatvergnügen anfängt. Ach, zieh diese Grenze bitte nicht so eng. Sie haben in einer polizeilichen Vernehmung ausgesagt, der Einbrecher, den Sie in Ihrer Wohnung überraschten, sei ein Mann gewesen, den Sie bis dahin nie gesehen hatten. So war es auch. Aber inzwischen haben Sie den Mann wieder getroffen. Ja. Bei welcher Gelegenheit? Na, bei
Im Supermarkt. Und dann nicht mehr? Doch. Und zwar? Hier im Gerichtssaal. Erkennen Sie in dem angeklappten Elfenteil den Mann wieder, der in Ihre Wohnung eingedrungen ist? Ja. Können Sie sowas behaupten? Der Kerl lügt! Bitte. Für Herrn Elfenthal hängt ja allerhand davon ab. Sie haben keinen Zweifel? Nein. Der Herr Schöffer hat eine Frage an Sie. Mich interessiert, warum Sie keinen Strafantrag gestellt, sondern das Ihrer Mutter überlassen haben. Ich habe das nicht Mutter überlassen. Aber Sie haben es mit ihr abgesprochen. Auch das nicht. Sondern? Mutter hat es aus eigenem Antrieb getan. Und warum haben Sie es nicht getan? Muss ich das jetzt sagen? Es ist nicht von so großer Bedeutung. Lassen wir die Frage. Kompliment für die Pantomime, Herr Pelzer. Wir machen das sehr gut. Nur nicht zu früh aufhören, ist sehr wichtig. Woher sind Sie so sicher, dass es hilft? Das ist eine wissenschaftlich erprobte Methode. Können Sie in jedem Medizinbuch nachlesen. Aha. Braunsche Stützübung. Dann bin ich ja beruhigt. Draußen wartet ein Herr Ulrichs. Ich habe ihm gesagt, er muss sich noch eine Weile gedulden. Sie machen das jetzt noch 10 Minuten. Nein, nein, lassen Sie ihn bloß rein. Ich langweile mich zu Tode. Aber nicht aufhören. Herr Ulrichsen? Ja, danke. Hallo. Schön, Sie wiederzusehen. Guten Morgen, Herr Liebling. Guten Morgen. Sie sind also bei der Braunschen Stützübung gelandet. Die kennen Sie? Na klar kenne ich die. Die können Sie vergessen. Ach, sagen Sie nicht sowas. Wenn die nicht hilft, dann bin ich am Ende. Haben Sie denn meine Salbe nicht probiert? Ich habe mir noch 4 Tuben davon nachgekauft und sie alle in mich hineinreiben lassen. Also wenn das nicht hilft, dann hilft nur noch die Zeit. Hoffentlich hat Ihnen die Zeit auch geholfen. Was ist mit der Beute? Setzen Sie sich doch. Danke. Aus Ihrer Pfändung? Leider nichts geworden. Ich komme vorbei, um Ihnen meine Fruchtlosigkeitsbescheinigung zu bringen. Fruchtlosigkeitsbescheinigung? Gibt es sowas wirklich? Dass Sie noch Witze machen können, ist ein gutes Zeichen. Also ich war 2 Mal bei dem Gastwirt. Beide Male vergeblich. In seiner Wohnung? Ja, er war nicht da. Ja und? Deswegen haben Sie das Feld geräumt? Ich konnte nicht anders. Wissen Sie, mir hat ein kleines, süßes Mädchen aufgemacht. 5 Jahre und keinen Tag älter. Sie war allein. Wären Sie reingegangen, hätten gepfändet. Und wo waren Sie das 2. Mal? In seinem Lokal. Und? Konnten Sie dort nichts ernten? Also nichts, was die geforderten 3.800 Mark wert gewesen wäre. Aber doch wenigstens ein Teil davon. Ja, was soll ich mitnehmen? Tische, Gläser, einen Zapfhahn? Na, die Ladenkasse. Also die war leer. Wann waren Sie da? Gestern gegen 18.30 Uhr. Ja, natürlich ist die Ladenkasse eines Restaurants um 6:30 Uhr leer. Um 10 ist sie schon voller. Was wollen Sie damit sagen? Ich will damit sagen, dass es Dinge gibt, die sich erst am späten Abend günstig entwickeln. Kennen Sie sowas nicht? Doch, kenne ich. Aber da habe ich Feierabend. Die waren sehr gut. Alles, was Sie gesagt haben, war in Ordnung. Sie hätten vielleicht nicht ganz so oft zu mir sehen sollen. Sagen Sie, ist das schlimm, dass die jetzt wissen, dass ich einen Anwalt habe? Überhaupt nicht. Sie können sich für alle Lebenslagen so viel Anwälte nehmen, wie Sie wollen. Das zählt zu den Menschenrechten. Ich habe Sie gewarnt. Ich habe Ihnen gesagt, wenn Sie mich belasten, verletzen Sie unseren Vertrag und müssen zurückzahlen. Das ist jetzt passiert. Wann sehe ich die 5.000 Mark? Die sehen Sie überhaupt nicht. Sie haben keinerlei Anspruch darauf. Und jetzt lassen Sie uns bitte in Ruhe. Und wenn Sie 100-mal Anwalt sind, mischen Sie sich nicht in Dinge, die Sie nichts angehen. Seit wann gehen einen Anwalt die Angelegenheiten seines Mandanten nichts an? Was glauben Sie, wozu Herr Arnheim mich engagiert hat? Ach, dann haben Sie ihm das eingeredet. Herr Elfenthal, wir würden jetzt gerne unseren Weg fortsetzen. Und zwar ungestört. Also Sie sind der erste Anwalt, von dem ich höre, dass Verträge nicht eingehalten werden müssen. Ich habe nichts mit Ihnen zu besprechen. Außer es kommt zu einem Rechtsstreit, dann hören Sie wieder von mir. Das wollen wir doch mal sehen. Tag. Ich glaube Ihnen gerne, dass es dringend ist. Aber Herr Liebling muss gleich weg und jetzt hat er noch Besuch. Wenn man rechtzeitig einen Termin macht, ist das ja auch nicht zu verachten. Wie wäre es, wenn Sie mich dazwischenschieben? Es dauert garantiert nicht lange. Dazwischenschieben kann man nur, wo eine Lücke ist. Und wir haben keine. Noch 5 Minuten. Ja, ja, ich warte, bis Sie mir das Zeichen geben. Oh, ist das nicht der junge Herr Diemer? Guten Tag, ich bin hier, weil ich dringend wissen muss, wie die Dinge stehen. Sie haben mir versprochen, sich drum zu kümmern. Ich kümmere mich, dass mir der Kopf schwirrt. Der Herr, den Sie vor sich sehen, ist der Gerichtsvollzieher Ulrichsen.
Das ist der junge Herr Diemer, der Gläubiger in unserer Sache. Bitte erklären Sie ihm selbst, was Sie bis jetzt geschafft haben. Nicht das Geringste. Ich muss jetzt leider los. Was bedeutet nicht das Geringste? Zwei Fändungsversuche haben keinen Erfolg gehabt. Woran hat's gelegen? Es war nichts da. Auf Wiedersehen allerseits und gute Besserung. Nichts da. Ja, Sie haben es gehört. Das glaube ich einfach nicht. Dann hat er nicht richtig geguckt. Paula, wie lange noch? 2 Minuten. Ihr Tisch steht schief. Darf ich mal fragen, warum Sie da so merkwürdig rumhängen? Ja, warum hänge ich hier so merkwürdig rum? Weil ich meine Gehirndurchblutung stimulieren will. Zeigen Sie mir mal, wo es weh tut. Verstehen Sie was davon? Zur Seite. Ich habe ein Jahr als Masseurgehilfe gearbeitet. Halt! Aha. Da. Genau. Und dann zieht sich's. Ja? Nach allen Seiten. Also, Ischias ist es auf keinen Fall. Sondern genau da. Aha. Könnte ein eingeklemmter Nerv oder ein verkanteter Wirbel sein. Und nun? Was sagt denn Ihr Arzt dazu? Ich war gar nicht beim Arzt. Die 2 Minuten sind um. Was machen Sie denn da? Weniger als die anderen kann er mir auch nicht helfen. Immerhin hat er 1 Jahr als Gehilfe gearbeitet bei der Massage. Ich mach gar nichts. Gehen Sie mal zur Seite. Ja. Jetzt hören Sie mir mal zu, ja? Ja. Also. Ah! Ich bring dich um! Ich bring dich um, du! Ganz ruhig. Und wenn ich jetzt querschnittsgelähmt bin, hä? Was denn dann? Das wollen wir nicht hoffen. Nö. Bin ich gar nicht. Nein. Findest du immer noch, dass Dampfverfahren so eine gute Idee war? Robertchen hat es sich so sehr gewünscht. Außerdem hast du es ihm versprochen. Ich konnte doch nicht ahnen, dass um diese Jahreszeit keine Dampfverfahren. Sag mal, kann es sein, dass du scheiß Laune hast? Nein. Es ist nur nicht klug, Versprechen gerade dann einzulösen, wenn sie jeden Sinn verloren haben. Das musst du mit Robertchen klären, nicht mit mir. Sehr wohl, gnädige Frau, ich werde es versuchen. Ich will Dampfverfahren. Robertchen, die Dampfer haben heute keine Lust, denen ist kalt. Schade, gehen wir ins Zoo. Gehen wir ins Zoo? Mir ist auch kalt. Lass uns nach Hause gehen. Also irgendwas müssen wir mit ihm schon unternehmen. Enten gibt's auch hier. Sehr witzig. Übrigens nähern wir uns einer kleinen Katastrophe. Unsere Hochzeit, ich weiß. Meine Eltern sind nicht mehr zu halten. Sie wollen jetzt unbedingt nach Berlin kommen. Und wo ist da die Katastrophe? Sie wollen dich kennenlernen. Sag mal, spinnst du? Ich bin nett und gebildet, sieh gut aus und mache auch sonst eine Menge hier. Sie wollen auch deinen Vater kennenlernen. Ach, der weiß doch gar nicht, dass wir heiraten. Davon rede ich ja gerade. Hier ist zu, wir machen erst 18 Uhr wieder auf. Kennen Sie mich noch? Warten Sie mal, das war irgendwas Unangenehmes. Gerichtssaal war's. Ach, richtig, Sie sind der Anwalt von diesem Musikstudenten. Von diesem jungen Herrn Diemer, ja. Und wenn Sie sich recht erinnern, wir hatten den Prozess gegen Sie gewonnen. Und wie fühlt man sich so als Sieger? Als Verlierer fühlt man sich jedenfalls schlechter. Es gibt Leute, die fangen an zu heulen, wenn sie verlieren. Sie nicht. Ich nicht. Würden Sie mich reinlassen? Herr Kroll, ich komme sozusagen aus Entgegenkommen. Und ob Sie es glauben oder nicht, aus Entgegenkommen Ihnen gegenüber. Entweder ich gehe hier mit 3.800 Mark wieder weg, beziehungsweise mit Ihrer Zusage, das Geld morgen früh in bar in meiner Kanzlei abzuliefern, oder ich werde dafür sorgen, dass Ihnen Hören und Sehen vergeht. Und Ihr Entgegenkommen? Besteht darin, dass ich es in diesem Augenblick nochmal auf die sanfte Tour versuche. Auch wenn ich mir das raussuchen kann, dann möchte ich doch ganz gerne, dass mir Hören und Sehen vergeht. Was glauben Sie, wozu dieser ganze Aufwand mit der Gerichtsverhandlung, den Richtern und Anwälten und schließlich mit dem Urteil getrieben worden ist? In meinem Fall war das auch völlig überflüssig. Und was glauben Sie, warum ein junger Musikstudent Abend für Abend hier für Sie Klavier spielt, wenn nicht um seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen? Haben Sie den mal spielen hören?
Es wäre hirnrissig, dafür Geld auszugeben. Brauchen Ihre Gäste nicht zu bezahlen, wenn Ihnen das Essen nicht schmeckt? Es tut mir leid. Bei mir ist nichts zu holen. Das musste sogar Ihr Gerichtsvollzieher einsehen. Ich bin der berühmte nackte Mann, den man nicht in die Tasche fassen kann. Sie werden sich wundern. Sie werden sich wundern, was man in Ihren Taschen alles finden wird. Der Junge spielt vorzüglich. Richtiger Pianist. Arschgeige. Ja. Hallo Papa, hier ist Sarah. Hättest du ein bisschen Zeit? Zum Telefonieren nicht, mein Kind. Nee, zum Treffen. Es ist wichtig. Wo steckst denn du gerade? Ich bin hier im Gerichtssaal. Es ist gerade Pause. Es geht aber gleich weiter. Schade. Ich muss dich schon sehr dringend sprechen. Sarah, du klingst so arm. Nee, es geht nicht um Geld. Es geht um was wirklich Ernstes. Sozusagen um das Lebensglück deiner Tochter. Hast du einen Pelzer rausgeschmissen? Nee. Willst du auswandern? Quatsch. Das ist eigentlich alles gar nichts gegen das, was ich wirklich will. Ah, sag die Wahrheit, du willst mir noch ein Enkelchen schenken. Papa, du kommst nicht drauf. Es ist einfach sensationell. Ich höre gerade, dass die Verhandlung unterbrochen ist. Wo wollen wir uns treffen? Ich soll dich schön grüßen von meiner Mutter. Ah, danke. Ich habe sie gestern getroffen. Gut, wenn du sie wieder triffst, grüß sie auch von mir. Und? Was ist? Ich meine, mit deinem Lebensglück? Papa, ich will heiraten. Ja, guck genau hin. Damit du siehst, wie dein Vater aus allen Wolken fällt. Sieht süß aus. Und wen? Bruno Pelzer. Kind. Den? Der hat doch nun wirklich gar nichts mit mir gemein. Hast du dir das gut überlegt? Total. Weiß er denn schon was davon? Denke schon. Ihr seid euch also schon einig? Eine ganze Weile. Seit Monaten. Warum? Warum hat er mir nichts davon gesagt? Musst du ihn fragen. Wahrscheinlich, weil er zu feige ist. Willst du einen Feigling heiraten? Unbedingt. Ach, Kind, weißt du was? Eigentlich bin ich froh, dass du doch noch unter die Haube kommst. Mein Schätzchen. Danke. Hast du dir schon was im Urlaub überlegt? Na, lass ich auf mich zukommen. Wir fahren nach Zypern. Wer ist wir? Na, Oliver und ich. Oliver? Du sag mal, hieß der vor 2 Wochen nicht noch Henry? Henry? Ich sitze jetzt seit 20 Minuten in diesem schlecht belüfteten Wartezimmer. Wie lange soll denn das noch gehen? Solange, bis Dr. Pelzer frei ist. Bis jetzt hat er noch kein Zeichen gegeben. Na, dann will ich mal ein Zeichen geben. Richten Sie ihm aus, dass ich keine Lust habe, hier länger den Clown zu spielen. Das ist eine gelinde Unverschämtheit, wie Sie mit mir umspringen. Und sagen Sie ihm, dass es in seinem eigenen Interesse liegt, sich so bald als möglich an mich zu wenden. Ja, bitte nicht so schnell, ich komme nicht mit. Ich bin jetzt gerade bei gelinde Unverschämtheit. Wenn Herr Pelzer... Der kann nicht durch ewiges Warten kompromissbereit machen. Dann sollte mein Kurs auf der Volkshochschule belegen. Ach, nee, den habe ich vergessen. Herr Rechtsanwalt, wenn Sie 20 Minuten vor dem vereinbarten Termin kommen, dann ist es ja wohl kaum die Schuld von Dr. Pelzer. Ich komme und gehe, wann ich will. Drücken Sie sich das mal ein, junge Dame. Rechtsanwalt Bethke? Dr. Pelzer? Guten Tag. Es tut mir leid, wenn Sie ein paar Sekunden warten mussten. Kommen Sie bitte in mein Büro. Ein paar Sekunden ist gut. Psychologie an der Volkshochschule. Für Anfänger. Ich muss mich sehr wundern, was für unqualifizierte Ratschläge Sie Ihrem Mandanten geben. Sie ermuntern ihn, Geld zu behalten, das er aufgrund eines Vertrages gekriegt hat, den er offensichtlich nicht einhält. Hätten Sie einen besseren Rat für ihn? Hunderte. Zuerst würde ich ihm raten, sich einen Anwalt mit mehr Durchblick zu suchen. Dann würde ich ihm sagen, dass er das Geld lieber heute als morgen zurückzugeben hat. Und zwar, um sich einen Haufen Ärger zu ersparen. Was sollte denn das für Ärger sein? Nur ein kleines Urteil. Das Sie erwirken wollen? Und das eigentlich nur Formsache ist. Ja, glauben Sie, den Elfenteil schenkt Ihrem Mandanten so mir nichts, dir nichts, 5000 Eier? Noch dazu, nachdem der ihn vor Gericht als Einbrecher denunziert hat.
Also erstens ist das Wort denunziert in diesem Zusammenhang unangebracht und zweitens, von Schenken kann keine Rede sein. Arnheim hat, wie Sie richtig sagen, die Eier aufgrund eines Vertrages erhalten. Dessen Geschäftsgrundlage inzwischen nicht mehr besteht. Wieder sagen Sie ganz richtig, inzwischen. Als der Vertrag geschlossen wurde, hatte er sehr wohl einen Sinn. Was soll denn das herumgeredet? Ich habe nicht endlos Zeit. Hat Ihr Arnheim den Vertrag gebrochen oder nicht? Eindeutig nicht. Dann kennen Sie offenbar den Vertrag nicht. Hier, lesen Sie sich das mal durch. Ich kenne ihn. Arnheim verpflichtet sich darin, nicht die Initialzündung für ein Strafverfahren gegen Elfenthal zu geben. Und daran hat er sich eindeutig gehalten. Und seine belastende Aussage vor Gericht ist nichts? Die hat damit gar nichts zu tun. Wenn ihm in dem Vertrag Schweigegeld für rechtswidrige Handlungen angeboten worden wäre, wie zum Beispiel entlastende Falschaussage, hätte er ihn nicht unterschrieben. Na schön. Haben Sie keinen Zweifel, dass das Gericht zur gleichen Auffassung kommen wird wie Sie? Nicht den kleinsten. Von Verträgen verstehen Sie zwar nicht so viel, aber ein Gemüt haben Sie. Ach, Herr Wedke, eine Information sollten Sie noch mitnehmen. Die bisherige Anklage gegen Elfenthal lautet ausschließlich auf Einbruch. Die Körperverletzung, die er meinem Mandanten dabei zugefügt hat, spielt bis jetzt keine Rolle. Wenn Sie aber mit Elfenthal neu vors Gericht ziehen, wegen des Vertrages, dann wird sich das natürlich ändern. Dann kommt plötzlich Körperverletzung hinzu, Schmerzensgeld und wer weiß was noch alles. Verstehe. Heutzutage arbeiten die jungen Herren mit Erpressung. Ich muss sehr bitten. Ja, wie soll ich das denn sonst verstehen? Sie sollen lediglich Ihren Mandanten vor einer Auseinandersetzung warnen, an deren Ende er ziemlich ramponiert dastehen würde. Sie sollten was essen, die kochen gut hier. Ich habe keinen Hunger. Wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie schon zu Abendbrot gegessen haben. Ehrlich gesagt, es ist mir hier etwas zu teuer. Wenn ich Sie einlade? Und wenn ich Sie einlade? Unterliegen Sie nicht dem Trugschluss, dass Sie das nachher von der gepfändeten Summe abziehen können. Ihre Rechnung müssen Sie so und so selbst zahlen. Nein, nein. Ich will mich nur erkenntlich zeigen. Dafür, dass Sie an meiner Seite so wacker mitstreiten. Also ich lade Sie jetzt aus eigener Tasche ein. Also, dann bedanke ich mich auch herzlich. Ich denke, Sie werden zufrieden sein. Mit dem Essen ganz sicher. Guter Koch. Den Rest muss man abwarten. Was denn für ein Rest? Die Pfändung. Was? Sie wollen schon wieder einen Blick in meine Ladenkasse werfen, die leer ist? Heute machen wir das anders. Heute bringen Sie jede einzelne Rechnung hierher zu uns und wir kassieren dann. Mal sehen, was dabei rauskommt. Das ist nicht Ihr Ernst. Und wenn Sie Schwierigkeiten machen, kann es passieren, dass es hier ein bisschen laut wird. Aber so kriegen Sie doch die 3.800 Mark nie zusammen. Ich möchte einmal den Rehrücken mit Pfifferling bissen. Kann natürlich ein bisschen dauern. Es kann sein, dass wir ein paar Mal wiederkommen müssen. Ihnen ist klar, dass der Gerichtsvollzieher jedes Mal extra Geld kostet. Das sind seine Überstunden. Ist das überhaupt gesetzlich? Wir gehen zu den einzelnen Tischen, erklären den Gästen kurz und höflich, dass es sich um eine Pfändung handelt. Und dann kassieren wir. Sollte ein Gast Trinkgeld geben, liefern wir es selbstverständlich an Sie ab. Trinken Sie nicht zu dem Rehrücken? Ja, gern ein Glas von einem trockenen Wein, bitte. Einen Côte d'Iron oder sowas, ja? Schauen Sie mal, ich glaube, da hinten will schon jemand bezahlen. Ich nehme auch einen Rehrücken. Er hatte einen kurzen, aber heftigen Schweißausbruch, haben Sie es gemerkt? Ja, ich habe nur so ein nervöses Zucken gesehen. Geht Ihnen die Musik auch auf die Nerven? Seit wir hier sind. Ich bin gleich wieder da. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie anspreche. Sie sind Musikstudent, nicht wahr? Haben Sie hier schon mal ein Honorar gekriegt? Ich frage deshalb, weil ich der Anwalt von dem Pianisten bin, der vor Ihnen hier gespielt hat. 2 Monate lang, ohne einen einzigen Pfennig Geld zu sehen. Wie haben Sie das geschafft? Kleiner Trick. Hier ist die Rechnung von Tisch Nummer 8. Ich werde überprüfen, ob das rechtmäßig ist. Denken Sie an die beiden Regeln. Chef, kann ich Sie mal kurz sprechen? Was ist denn? Warum spielen Sie nicht? Ich müsste vorher was Wichtiges mit Ihnen klären. Kommen Sie. Na, dann wollen wir mal. Sie wollten doch zahlen. Hier ist Ihre Rechnung. Bitte. Wir sind heute mit dem Kassieren befasst. Der Herr ist Gerichtsvollzieher. Ich bin Rechtsanwalt. Es handelt sich um eine Pfändung, macht 92 Mark. Stimmt's? Oh, danke, danke, der Herr.
Ich glaube, da hinten will noch jemand bezahlen. Wir kommen. Die Sache lässt sich gut an. Finden Sie nicht? Komm, mach auf. Ich muss da auch mal rein. Sitzt du auf dem Klo oder was ist los? Hey, sag doch mal einen Ton. Du willst doch nicht, dass ich wütend werde, hä? Also, wenn du jetzt aufmachst, stelle ich dir den Fernseher an, okay? Hey, ist das ein Vorschlag? Miriam? Leider nein, hier ist Pelzer. Oh, schade. Schade für Sie. Wenn Sie Miriam wären, hätte ich Sie morgen Abend zum Essen eingeladen. Ich brauche dringend Ihre Hilfe. Ich habe keine Zeit. Es ist ein kleines Unglück passiert. Das heißt, wie groß es wirklich ist und ob es überhaupt eins ist, das muss ich noch herausstellen. Robertchen hat sich seit anderthalb Stunden im Badezimmer eingeschlossen. Wie erklärt er das? Er erklärt überhaupt nichts. Er gibt keinen Pieps von sich. Haben Sie ihm versprochen, dass er fernsehen darf, wenn er rauskommt? Aber ja. Um Gottes Willen. Warum haben Sie nicht die Tür eingetreten? Kostet doch nicht alle Welt. Dann gedacht habe ich. Ich wollte Ihnen den Schreck ersparen. Wann haben Sie das letzte Mal was von ihm gehört? Vor circa einer Stunde. Und? Was hat er gesagt? Dass er die Tür nicht aufmachen will. Na logisch. Den Jungen ist Verlass. Es ist schon spät für ihn. Vielleicht hat er sich schlafen gelegt in die Wanne. Sind Sie sicher, dass da kein Wasser drin ist? Oh Gott, erzählen Sie nicht sowas. Robertchen, hier ist dein Großvater. Kannst du mich hören? Es wäre schön, wenn du aufmachen würdest. Ich muss nämlich mal pinkeln. Ich wusste, dass du mich nicht hängen lässt, mein Junge. Der Opa hat dich ja auch lieb. Gib sofort ein Küsschen her. Noch eins. Hier für dich. Geh ins Zimmer spielen. Haben Sie übersinnliche Kräfte? Tun Sie doch nicht so, als wenn Sie das nicht wüssten. Ich muss wieder gehen. Wo ist Sarah? Beim Jazztanz. Und danach geht sie noch mit ein paar Freundinnen in eine Kneipe. Wollen Sie nicht doch noch ein bisschen bleiben? Den Schlüssel sperren Sie morgen in den Bürotresor ein. Und dann müssen wir uns eine Stunde unterhalten. Worüber? Darüber, dass Sie Robertchens Herz erobern müssen. Das ist das Wichtigste. Und das müssen Sie mal zuallererst lernen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Der Laden scheint nicht schlecht zu laufen. Ja. Guten Abend, Herr Kroll. Haben Sie wieder so einen schönen Tisch für uns? Einen, von dem aus man einen guten Überblick hat. Wie oft wollen Sie das mit mir machen? Ach, nun stellen Sie sich nicht dumm, Herr Kroll, sonst fange ich auch noch damit an. Heute ist es ja freudig voll hier. So müssen wir nicht achtmal kommen, sondern vielleicht nur sechsmal. Gar keine Musik heute? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich Sie gerne in mein Büro bitten. Ich traue der Sache nicht. Nachher sind wir da drin und er trifft heimlich Verabredungen mit den Gästen. Sie müssen mich hier für einen ziemlichen Gauner halten. Auf sowas gehe ich überhaupt nicht ein, Herr Kroll. Ich bleibe ja bei Ihnen. Bitte. Mein Gott, haben Sie viele Konserven. Dachten Sie, alles wäre frisch? Ja, das dachte ich. Ich habe mal ein Interview mit einem Drei-Sterne-Koch gelesen. Der hatte in seiner ganzen Küche keinen einzigen Büchsenöffner. Wenn Sie in Ihrer ganzen Küche keinen einzigen Büchsenöffner hätten, könnten Sie zumachen. Wollen Sie damit sagen, dass es Ihnen bei mir nicht schmeckt? Also ich fand es ganz ordentlich. In gewissen Grenzen, ja. Aber wenn man all die Büchsen gesehen hat, weiß man doch, dass es besser hätte schmecken können. Am besten, man geht in die hinteren Räume gar nicht rein. Wie viel kriegen Sie? Sie wollen zahlen? Sie wollen zahlen? Wenn Sie einen anderen Weg wissen, um Sie loszuwerden, dann sagen Sie es mir. Ich habe die Summe schon ausgerechnet. Mit den heutigen Gebühren abzüglich der Summe, die wir beim vorigen Mal gepfändet haben, sind es genau 3.724 Mark. Sie brauchen nur noch das Protokoll zu unterschreiben. Als ich das allererste Mal hier gepfändet habe, war in der Schublade kein Geld und das kann ich schwer versteckt. 3.724 Mark.
ist die Sache damit ein für alle Mal erledigt. Ja, das nehme ich auf meine Kappe. Es sei denn, Sie beteiligen sich wieder als Ausbeuter gegen junge Pianisten. Danke. Sie haben Ihr Lokalverbot. Danke. Große Schnauze, oder? Ich habe gedacht, Sie wären ein toller Held. Aber Sie haben mir gleich die weiße Fahne rausgehängt. Feigling. Tanzen wir nachher? Nichts lieber als das. Rock'n'Roll mit Überschlag. Oh, und dein Ischias? Es hat sich herausgestellt, es war gar kein Ischias. Der junge Mann dort, der Künstler am Piano, hat es geheilt. Wir sprechen gerade hinter Ihrem Rücken über Sie und über Ihre wunderbaren Kräfte. Sind Sie zufällig hier? Sind wir zufällig hier? Nein, eigentlich Ihre Tränen. Wenn Sie nicht wären, dann wäre ich jetzt für viele Wochen in eine Rehabilitationsklinik gefahren. Und ob das was genützt hätte, wer weiß das. Und Ihre Mühe, hat die was genutzt? Nehmen Sie mir noch übel, dass ich Sie erwürgen wollte? Ihr Rechtsstreit ist zu Ende. Ist es gut gegangen? Die Gerechtigkeit hat ausnahmsweise mal wieder gesiegt. Ihr Geld liegt bei mir im Büro. Wohl verwahrt im Tresor. Sie können es abholen, wann Sie wollen. Die ganze Summe? Die ganze Summe. Gastwirt Kroll ist bei Ihnen schuldenfrei. Wann machen Sie morgen früh auf? Na, ich würde sagen so um 10. Ich will selbst dabei sein. Ich möchte ja mein ausstehendes Honorar von Ihnen einkassieren. Wäre Ihnen das recht? Na, tun Sie das nicht. Ich bin im Moment ziemlich pleite. Könnten Sie mir nicht alles geben und dann die Rechnung schicken? Dann hätte ich ein bisschen mehr Zeit. Ja, klar. War sowieso bloß Spaß. Ich ziehe Ihnen nichts ab. Und die alte Rechnung können Sie mir zurückschicken, okay? Oh, das ist wirklich nett. Danke. Danke. Und falls Sie mal wieder etwas am Wirbel haben oder bei Ihrer Geburtstagsfeier ein bisschen Live-Musik brauchen, ich komme. Umsonst. Bitte. Du bist der großzügigste Geizhals, den ich kenne. Mach dich nicht über mich lustig. Du bist reich. Weißt du, wovon ich lebe? Na, wovon? Von Honoraren. Aber eigentlich nur von den Honoraren, die auch wirklich bezahlt werden. Er hat die Hand aufgelegt. Er ist wie Jesus. Ich hatte gar keinen Ischias. Ja, von irgendwas muss er dich doch geheilt haben, oder? Weiß der Geier wovon. Jedenfalls, wenn wir mal heiraten sollten. War Spaß. War nur Spaß. Darf ich bitten? Dann muss er wirklich Klavier spielen. Und zwar wirklich umsonst. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott in Messing geprägt. Das klingt überzeugend. Da es schon weit in der Mitternacht war, zum Sonnabend, bin ich dann erst am nächsten Vormittag zur Mutter. Ja? Der Fensterputzer ist da. Was? Ja, steht in Ihrem Kalender. Kommen Sie rein. Guten Tag. Guten Tag. Wird es denn lange dauern? Jede Sekunde länger als nötig. Wir haben Pauschalpreise. Darf ich mal? Ja. Meine Mutter hat dann den Schlüssel in der Küchenschublade gesucht. Und ihn natürlich nicht gefunden. Aber sofort hat sie getippt, dass ihre Nachbarin ihn geklaut hat. Frau Elfenthal. Und der Mann? Genau. Das habe ich sie auch gefragt. Aber meine Mutter, die hatte nicht mal eine Vermutung. Aber jetzt sind Sie endlich zur Polizei gegangen. Jetzt sind wir zur Polizei. Nein. Noch nicht. Wissen Sie, meine Mutter ist etwas kränklich. Und wenn es irgend geht, dann versuchen wir, unsere Wochenendeinkäufe gemeinsam zu gestalten. Wenn ich erst zur Polizei gegangen wäre, dann wäre die Zeit zu knapp gewesen. Selten so etwas Einleuchtendes gehört. Als wir im Supermarkt fast fertig waren, da sagt meine Mutter, siehst du da vorne die Frau in der Brusttheke? Das ist die Frau Elfenthal. Und der junge Mann neben ihr, das ist ihr Sohn. Und der war der Einbrecher. Sie haben es erfasst. Hallo, junger Mann. Sind Sie bitte so nett und helfen mir hier raus. Oh. Hallo, junge Frau. Beeilen Sie sich ein bisschen mit dem Handtuch. Ich kann den Bauch nicht so lange einziehen. Danke.
Und jetzt bringen Sie mir bitte ein Glas Bier und wenn Sie haben, eine Tablette gegen Rückenschmerzen. Ja, danke. Gerne. Wir mussten ja erst mal die Einkäufe nach Hause schaffen. Aber als wir oben waren, da hat's geklingelt. Und wissen Sie, wer draußen steht? Herr Elfenthal. Ja, Herr Elfenthal. Er hat mich dann ausgesprochen höflich gebeten, ob er mich kurz sprechen könnte. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe ihn hereingelassen. Sie sind eine zutrauliche Seele. Als erstes hat er sich erkundigt, ob ich schon Anzeige erstattet hätte. Er dachte an das Naheliegende. Ich habe nicht ja, nicht nein geantwortet. Ich habe mich nur erkundigt, was ihn das interessiert. Woraus er entnehmen konnte, dass Sie es noch nicht getan hatten. Jedenfalls hat er mich dann händeringend gebeten, auf die Anzeige zu verzichten. Er hätte sowas noch nie getan. Er wüsste auch nicht, welcher Teufel ihn geritten hätte. Und, ach, und dass er Beamter sei. Ja, wenn die Sache rauskäme, er wäre sofort seinen Job los und seinen Beamtenstatus. Guten Tag, ich habe ein paar Freundinnen in der Kneipe. Wollen Sie nicht doch noch ein bisschen bleiben? Den Schlüssel sperren Sie morgen in den Bürotresor ein. Und dann müssen wir uns eine Stunde unterhalten. Worüber? Darüber, dass Sie Robertchens Herz erobern müssen. Das ist das Wichtigste. Und das müssen Sie mal zuallererst lernen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Der Laden scheint nicht schlecht zu laufen. Ja. Guten Abend, Herr Kroll. Haben Sie wieder so einen schönen Tisch für uns? Einen, von dem aus man einen guten Überblick hat. Wie oft wollen Sie das mit mir machen? Ach, nun stellen Sie sich nicht dumm, Herr Kroll, sonst fange ich auch noch damit an. Heute ist es ja erfreulich voll hier. So müssen wir nicht 8-mal kommen, sondern vielleicht nur 6-mal. Gar keine Musik heute? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich Sie gerne in mein Büro bitten. Ich traue der Sache nicht. Nachher sind wir da drin und er trifft heimlich Verabredungen mit den Gästen. Sie müssen mich hier für einen ziemlichen Gauner halten. Auf sowas gehe ich überhaupt nicht ein, Herr Kroll. Ich bleibe bei Ihnen. Bitte. Mein Gott, haben Sie viele Konserven. Dachten Sie, alles wäre frisch? Ja, das dachte ich. Ich habe mal ein Interview mit einem Drei-Sterne-Koch gelesen. Der hatte in seiner ganzen Küche keinen einzigen Büchsenöffner. Wenn Sie in Ihrer ganzen Küche keinen einzigen Büchsenöffner hätten, könnten Sie zumachen. Wollen Sie damit sagen, dass es Ihnen bei mir nicht schmeckt? Also ich fand es ganz ordentlich. In gewissen Grenzen, ja. Aber wenn man all die Büchsen gesehen hat, weiß man doch, dass es besser hätte schmecken können. Am besten, man geht in die hinteren Räume gar nicht rein. Wie viel kriegen Sie? Sie wollen zahlen? Sie wollen zahlen? Wenn Sie einen anderen Weg wissen, um Sie loszuwerden, dann sagen Sie es mir. Ich habe die Summe schon ausgerechnet. Mit den heutigen Gebühren abzüglich der Summe, die wir beim vorigen Mal gepfändet haben, sind es genau 3.724 Mark. Sie brauchen nur noch das Protokoll zu unterschreiben. Als ich das allererste Mal hier gepfändet habe, war in der Schublade kein Geld und das kann ich schwören, hat er versteckt. 3.724 Mark. Ist die Sache damit ein für alle Mal erledigt? Ja, das nehme ich auf meine Kappe. Es sei denn, Sie beteiligen sich wieder als Ausbeuter gegen junge Pianisten. Danke. Sie haben Ihr Lokalverbot. Danke. Große Schnauze, oder? Ich habe gedacht, Sie wären ein toller Held. Aber Sie haben mir gleich die weiße Fahne rausgehängt. Feigling. Tanzen wir nachher? Nichts lieber als das. Rock'n'Roll mit Überschlag. Und dein Ischias? Es hat sich herausgestellt, es war gar kein Ischias. Der junge Mann dort, der Künstler am Piano, hat es geheilt. Wir sprechen gerade hinter Ihrem Rücken über Sie und über Ihre wunderbaren Kräfte. Sind Sie zufällig hier? Sind Sie zufällig hier? Nein, eigentlich hier. Wenn Sie nicht wären, dann wäre ich jetzt für viele Wochen in eine Rehabilitationsklinik gefahren. Und ob das was genügt? Und wenn ich Sie einlade? Unterliegen Sie nicht dem Trugschluss, dass Sie das nachher von der gepfändeten Summe abziehen können. Ihre Rechnung müssen Sie so und so selbst zahlen. Nein, nein. Ich will mich nur erkenntlich zeigen. Dafür, dass Sie an meiner Seite so wacker mitstreiten. Also ich lade Sie jetzt aus eigener Tasche ein. Also, dann bedanke ich mich auch herzlich. Ich denke, Sie werden zufrieden sein. Mit dem Essen ganz sicher. Guter Koch. Den Rest muss man abwarten. Was denn für ein Rest? Na, die Pfändung. Was? Sie wollen schon wieder einen Blick in meine Ladenkasse werfen, die leer ist. Heute machen wir das anders. Heute bringen Sie jede einzelne Rechnung hierher zu uns und wir kassieren dann. Mal sehen, was dabei rauskommt. Das ist nicht Ihr Ernst. Und wenn Sie Schwierigkeiten machen, kann es passieren, dass es hier ein bisschen laut wird.
Aber so kriegen Sie doch die 3.800 Mark nie zusammen. Ich möchte einmal den Redeken mit Pfifferling. Kann natürlich ein bisschen dauern. Es kann sein, dass wir ein paar Mal wiederkommen müssen. Ihnen ist klar, dass der Gerichtsvollzieher jedes Mal extra Geld kostet. Das sind seine Überstunden. Ist das überhaupt gesetzlich? Wir gehen zu den einzelnen Tischen, erklären den Gästen kurz und höflich, dass es sich um eine Pfändung handelt, und dann kassieren wir. Sollte ein Gast Trinkgeld geben, liefern wir es selbstverständlich an Sie ab. Trinken Sie nicht zu dem Rehrücken? Ja, gern ein Glas von einem trockenen Wein, bitte. Einen Côte d'Iron oder sowas, ja? Schauen Sie mal, ich glaube, da hinten will schon jemand bezahlen. Ich nehme auch einen Rehrücken. Er hatte einen kurzen, aber heftigen Schweißausbruch, haben Sie es gemerkt? Ja, ich habe nur so ein nervöses Zucken gesehen. Geht Ihnen die Musik auch auf die Nerven? Seit wir hier sind. Ich bin gleich wieder da. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie anspreche. Sie sind Musikstudent, nicht wahr? Haben Sie hier schon mal ein Honorar gekriegt? Ich frage deshalb, weil ich der Anwalt von dem Pianisten bin, der vor Ihnen hier gespielt hat. 2 Monate lang, ohne einen einzigen Pfennig Geld zu sehen. Wie haben Sie das geschafft? Kleiner Trick. Hier ist die Rechnung von Tisch Nummer 8. Ich werde überprüfen, ob das rechtmäßig ist. Denken Sie an die beiden Regeln. Chef, kann ich Sie mal kurz sprechen? Was ist denn? Warum spielen Sie nicht? Ich müsste vorher was Wichtiges mit Ihnen klären. Kommen Sie. Na, dann wollen wir mal. Sie wollten doch zahlen. Hier ist Ihre Rechnung. Bitte. Wir sind heute mit dem Kassieren befasst. Der Herr ist Gerichtsvollzieher, ich bin Rechtsanwalt. Es handelt sich um eine Pfändung, macht 92 Mark. Spitze. Oh, danke, danke, der Herr. Ich glaube, da hätten wir noch jemanden bezahlen. Wir kommen. Die Sache lässt sich gut an. Finden Sie nicht? Komm, mach auf. Komm hierher zu uns und wir kassieren dann. Mal sehen, was dabei rauskommt. Das ist nicht Ihr Ernst. Und wenn Sie Schwierigkeiten machen, kann es passieren, dass es hier ein bisschen laut wird. Aber so kriegen Sie doch den 3.800 Mark nie zusammen. Ich möchte einmal den Redeken mit Pfifferling. Kann natürlich ein bisschen dauern. Es kann sein, dass wir ein paar Mal wiederkommen müssen. Ihnen ist klar, dass der Gerichtsvollzieher jedes Mal extra Geld kostet. Das sind seine Überstunden. Ist das überhaupt gesetzlich? Wir gehen zu den einzelnen Tischen, erklären den Gästen kurz und höflich, dass es sich um eine Pfändung handelt, und dann kassieren wir. Sollte ein Gast Trinkgeld geben, liefern wir es selbstverständlich an Sie ab. Trinken Sie nicht zu dem Rehrücken? Ja, gern ein Glas von einem trockenen Wein, bitte. Einen Côte d'Iron oder sowas, ja? Schauen Sie mal, ich glaube, da hinten will schon jemand bezahlen. Ich nehme auch einen Rehrücken. Er hatte einen kurzen, aber heftigen Schweißausbruch, haben Sie es gemerkt? Ja, ich habe nur so ein nervöses Zucken gesehen. Geht Ihnen die Musik auch auf die Nerven? Seit wir hier sind. Ich bin gleich wieder da. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie anspreche. Sie sind Musikstudent, nicht wahr? Haben Sie hier schon mal ein Honorar gekriegt? Ich frage deshalb, weil ich der Anwalt von dem Pianisten bin, der vor Ihnen hier gespielt hat. 2 Monate lang, ohne einen einzigen Pfennig Geld zu sehen. Wie haben Sie das geschafft? Kleiner Trick. Hier ist die Rechnung von Tisch Nummer 8. Ich werde überprüfen, ob das rechtmäßig ist. Denken Sie an die beiden Regeln. Chef, kann ich Sie mal kurz sprechen? Was ist denn? Warum spielen Sie nicht? Ich müsste vorher was Wichtiges mit Ihnen klären. Kommen Sie. Na, dann wollen wir mal. Sie wollten doch zahlen. Hier ist Ihre Rechnung. Bitte. Wir sind heute mit dem Kassieren befasst. Der Herr ist Gerichtsvollzieher, ich bin Rechtsanwalt. Es handelt sich um eine Pfändung, macht 92 Mark. Spitze. Oh, danke, danke, der Herr. Ich glaube, da hätten wir noch jemanden bezahlen. Wir kommen. Die Sache lässt sich gut an. Finden Sie nicht? Komm, mach auf. Ich muss da auch mal rein. Sitzt du auf dem Klo oder was ist los? Hey, sag doch mal einen Ton. Du willst doch nicht, dass ich wütend werde, hä? Also, wenn du jetzt aufmachst, stelle ich dir den Fernseher an, okay? Hey, ist das ein Vorschlag?
ziehen wegen des Vertrages, dann wird sich das natürlich ändern. Dann kommt plötzlich Körperverletzung hinzu, Schmerzensgeld und wer weiß was noch alles. Verstehe. Heutzutage arbeiten die jungen Herren mit Erpressung. Ich muss sehr bitten. Ja, wie soll ich das denn sonst verstehen? Sie sollen lediglich Ihren Mandanten vor einer Auseinandersetzung warnen, an deren Ende er ziemlich ramponiert dastehen würde. Sie sollten was essen, die kochen gut hier. Ich habe keinen Hunger. Wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie schon zu Abendbrot gegessen haben. Ehrlich gesagt, es ist mir hier etwas zu teuer. Wenn ich Sie einlade? Und wenn ich Sie einlade? Unterliegen Sie nicht dem Trugschluss, dass Sie das nachher von der gepfändeten Summe abziehen können. Ihre Rechnung müssen Sie so und so selbst zahlen. Nein, nein. Ich will mich nur erkenntlich zeigen. Dafür, dass Sie an meiner Seite so wacker mitstreiten. Also ich lade Sie jetzt aus eigener Tasche ein. Also, dann bedanke ich mich auch herzlich. Ich denke, Sie werden zufrieden sein. Mit dem Essen ganz sicher. Guter Koch. Den Rest muss man abwarten. Was denn für ein Rest? Na, die Pfändung. Was? Sie wollen schon wieder einen Blick in meine Ladenkasse werfen, die leer ist. Heute machen wir das anders. Heute bringen Sie jede einzelne Rechnung hierher zu uns und wir kassieren dann. Mal sehen, was dabei rauskommt. Das ist nicht Ihr Ernst. Und wenn Sie Schwierigkeiten machen, kann es passieren, dass es hier ein bisschen laut wird. Aber so kriegen Sie doch dann 3.800 Mark nie zusammen. Ich möchte einmal den Regeln mit Pfiffen. Kann natürlich ein bisschen dauern. Es kann sein, dass wir ein paar Mal wiederkommen müssen. Ihnen ist klar, dass der Gerichtsvollzieher jedes Mal extra Geld kostet. Das sind seine Überstunden. Ist das überhaupt gesetzlich? Wir gehen zu den einzelnen Tischen, erklären den Gästen kurz und höflich, dass es sich um eine Pfändung handelt und dann kassieren wir. Sollte ein Gast Trinkgeld geben, liefern wir es selbstverständlich an Sie ab. Trinken Sie nicht zu dem Rehrücken? Ja, gern ein Glas von einem trockenen Wein, bitte. Einen Côte d'Iron oder sowas, ja? Schauen Sie mal, ich glaube, da hinten will schon jemand bezahlen. Ich nehme auch einen Rehrücken. Er hatte einen kurzen, aber heftigen Schweißausbruch, habe ich es gemerkt. Ja, ich habe nur so ein nervöses Zucken gesehen. Geht Ihnen die Musik auch auf die Nerven? Seit wir hier sind. Ich bin gleich wieder da. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie anspreche. Sie sind Musikstudent, nicht wahr? Haben Sie hier schon mal ein Honorar gekriegt? Ich frage deshalb, weil ich der Anwalt von dem Pianisten bin, der vor Ihnen hier gespielt hat. 2 Monate lang, ohne einen einzigen Pfennig Geld zu sehen. Wie haben Sie das geschafft? Abendgünstig entwickeln. Kennen Sie sowas nicht? Doch, kenne ich. Aber da habe ich Feierabend. Die waren sehr gut. Alles, was Sie gesagt haben, war in Ordnung. Sie hätten vielleicht nicht ganz so oft zu mir sehen sollen. Sagen Sie, ist das schlimm, dass die jetzt wissen, dass ich einen Anwalt habe? Überhaupt nicht. Sie können sich für alle Lebenslagen so viele Anwälte nehmen, wie Sie wollen. Das zählt zu den Menschenrechten. Ich habe Sie gewarnt. Ich habe Ihnen gesagt, wenn Sie mich belasten, verletzen Sie unseren Vertrag und müssen zurückzahlen. Das ist jetzt passiert. Wann sehe ich die 5.000 Mark? Die sehen Sie überhaupt nicht. Sie haben keinerlei Anspruch darauf. Und jetzt lassen Sie uns bitte in Ruhe. Und wenn Sie 100-mal Anwalt sind, mischen Sie sich nicht in Dinge, die Sie nichts angehen. Seit wann gehen einen Anwalt die Angelegenheiten seines Mandanten nichts an? Was glauben Sie, wozu Herr Arnheim mich engagiert hat? Ach, dann haben Sie ihm das eingeredet. Herr Elfenthal, wir würden jetzt gerne unseren Weg fortsetzen. Und zwar ungestört. Also Sie sind der erste Anwalt, von dem ich höre, dass Verträge nicht eingehalten werden müssen. Ich habe nichts mit Ihnen zu besprechen. Außer es kommt zu einem Rechtsstreit, dann hören Sie wieder von mir. Na, das wollen wir doch mal sehen. Tag. Ich glaube Ihnen gerne, dass es dringend ist. Aber Herr Liebling muss gleich weg und jetzt hat er noch Besuch. Wenn man rechtzeitig einen Termin macht, ist das ja auch nicht zu verachten. Wie wäre es, wenn Sie mich dazwischenschieben? Es dauert garantiert nicht lange. Dazwischenschieben kann man nur, wo eine Lücke ist. Und wir haben keine. Noch 5 Minuten. Ja, ja, ich warte, bis Sie mir das Zeichen geben. Oh, ist das nicht der junge Herr Diemer? Guten Tag, ich bin hier, weil ich dringend wissen muss, wie die Dinge stehen. Sie haben mir versprochen, sich drum zu kümmern. Ich kümmere mich, dass mir der Kopf schwirrt. Der Herr, den Sie vor sich sehen, ist der Gerichtsvollzieher Ulrichsen. Das ist der junge Herr Diemer, der Gläubiger in unserer Sache. Bitte erklären Sie ihm selbst, was Sie bis jetzt geschafft haben. Nicht das Geringste. Ich muss jetzt leider los. Was bedeutet nicht das Geringste? 2 Pfändungsversuche haben keinen Erfolg gehabt. Woran hat's gelegen? Es war nichts da. Auf Wiedersehen allerseits und gute Besserung. Nichts da.
Ja. Sie haben es gehört. Das glaube ich einfach nicht. Dann hat er nicht richtig geguckt. Paula, wie lange noch? 2 Minuten. Ihr Tisch steht schief. Darf ich mal fragen, warum Sie da so merkwürdig rumhängen? Ja, warum hänge ich hier so merkwürdig rum? Weil ich meine Gehirndurchblutung stimulieren will. Ah. Zeigen Sie mir mal, wo es weh tut. Verstehen Sie was davon? Zur Seite. Ah. Ich habe ein Jahr als Masseurgehilfe gearbeitet. Halt! Aha. Da. Genau. Und dann zieht sich's. Ja? Nach allen Seiten. Also, Ischias ist es auf keinen Fall. Sondern genau da. Aha. Könnte ein eingeklemmter Nerv oder ein verkanteter Wirbel sein. Und nun? Was sagt denn Ihr Arzt dazu? Ich war gar nicht beim Arzt. Die 2 Minuten sind um. Was machen Sie denn da? Entschuldigen Sie, wenn ich Sie anspreche. Sie sind Musikstudent, nicht wahr? Haben Sie hier schon mal ein Honorar gekriegt? Ich frage deshalb, weil ich der Anwalt von dem Pianisten bin, der vor Ihnen hier gespielt hat. 2 Monate lang, ohne einen einzigen Pfennig Geld zu sehen. Wie haben Sie das geschafft? Kleiner Trick. Hier ist die Rechnung von Tisch Nummer 8. Ich werde überprüfen, ob das rechtmäßig ist. Denken Sie an die beiden Reden. Chef, können Sie mal kurz sprechen? Was ist denn? Warum spielen Sie nicht? Ich müsste vorher was Wichtiges mit Ihnen klären. Kommen Sie. Na, dann wollen wir mal. Sie wollten doch zahlen. Hier ist Ihre Rechnung. Bitte. Wir sind heute mit dem Kassieren befasst. Der Herr ist Gerichtsvollzieher, ich bin Rechtsanwalt. Es handelt sich um eine Pfändung, macht 92 Mark. Stimmt so. Oh, danke, danke, der Herr. Ich glaube, da hätten wir noch jemanden bezahlen. Wir kommen. Die Sache lässt sich gut an. Finden Sie nicht? Komm, mach auf. Ich muss da auch mal rein. Sitzt du auf dem Klo oder was ist los? Hey, sag doch mal einen Ton. Du willst doch nicht, dass ich wütend werde, hä? Also, wenn du jetzt aufmachst, stelle ich dir den Fernseher an, okay? Hey, ist das ein Vorschlag? Leider nein, hier ist Pelzer. Oh, schade. Schade für Sie. Wenn Sie Miriam wären, hätte ich Sie morgen Abend zum Essen eingeladen. Ich brauche dringend Ihre Hilfe. Ich habe keine Zeit. Es ist ein kleines Unglück passiert. Das heißt, wie groß es wirklich ist und ob es überhaupt eins ist, das muss ich noch herausstellen. Robertchen hat sich seit 1,5 Stunden im Badezimmer eingeschlossen. Wie erklärt er das? Er erklärt überhaupt nichts. Er gibt keinen Pieps von sich. Haben Sie ihm versprochen, dass er fernsehen darf, wenn er rauskommt? Aber ja. Um Gottes Willen. Warum haben Sie nicht die Tür eingetreten? Kostet doch nicht alle Welt. Dran gedacht habe ich. Ich wollte ihm den Schreck ersparen. Wann haben Sie das letzte Mal was von ihm gehört? Vor circa 1 Stunde. Und? Was hat er gesagt? Dass er die Tür nicht aufmachen will. Na logisch. Den Jungen ist Verlass. Es ist schon spät für ihn, dass es hier ein bisschen laut wird. Aber so kriegen Sie doch die 3.800 Mark nie zusammen. Ich möchte einmal den Redeln mit Pfiffen. Kann natürlich ein bisschen dauern. Es kann sein, dass wir ein paar Mal wiederkommen müssen. Ihnen ist klar, dass der Gerichtsvollzieher jedes Mal extra Geld kostet. Das sind seine Überstunden. Ist das überhaupt gesetzlich? Wir gehen zu den einzelnen Tischen, erklären den Gästen kurz und höflich, dass es sich um eine Pfändung handelt, und dann kassieren wir. Sollte ein Gast Trinkgeld geben, liefern wir es selbstverständlich an Sie ab. Trinken Sie nicht zu dem Rehrücken? Ja, gern ein Glas von einem trockenen Wein, bitte. Ein Côte d'Iron oder sowas, ja? Schauen Sie mal, ich glaube, da hinten will schon jemand bezahlen. Ich nehme auch einen Rehrücken. Er hatte einen kurzen, aber heftigen Schweißausbruch, haben Sie es gemerkt? Ja, ich habe nur so ein nervöses Zucken gesehen. Geht Ihnen die Musik auch auf die Nerven? Seit wir hier sind. Ich bin gleich wieder da. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie
anspreche. Sie sind Musikstudent, nicht wahr? Haben Sie hier schon mal ein Honorar gekriegt? Ich frage deshalb, weil ich der Anwalt von dem Pianisten bin, der vor Ihnen hier gespielt hat. 2 Monate lang, ohne einen einzigen Pfennig Geld zu sehen. Wie haben Sie das geschafft? Kleiner Trick. Hier ist die Rechnung von Tisch Nummer 8. Ich werde überprüfen, ob das rechtmäßig ist. Denken Sie an die beiden Regeln. Chef, kann ich Sie mal kurz sprechen? Was ist denn? Warum spielen Sie nicht? Ich müsste vorher was Wichtiges mit Ihnen klären. Kommen Sie. Na, dann wollen wir mal. Sie wollten doch zahlen. Hier ist Ihre Rechnung. Bitte. Wir sind heute mit dem Kassieren befasst. Der Herr ist Gerichtsvollzieher, ich bin Rechtsanwalt. Es handelt sich um eine Pfändung, macht 92 Mark. Stimmt so. Oh, danke, danke, der Herr. Ich glaube, da hinten will noch jemand bezahlen. Wir kommen. Die Sache lässt sich gut an. Finden Sie nicht? Komm, mach auf. Ich muss da auch mal rein. Sitzt du auf dem Klo oder was ist los? Hey, sag doch mal einen Ton. Du willst doch nicht, dass ich wütend werde, hä? Also, wenn du jetzt aufmachst, stelle ich dir den Fernseher an, okay? Hey, ist das ein Vorschlag? Miriam? Leider nein, hier ist Pelzer. Oh, schade. Sie können doch aufstehen und sich aufs Sofa legen. Frau Mangold, ich kann mich nicht von der Stelle rühren. Gequälte Kreatur. Ich kann mich nicht am Rücken kratzen, obwohl es gerade fürchterlich juckt. Wo denn, hier? Und da. Ja. Und da. Ja. Links. Hier? Ja. Na gut. Jetzt ist nur noch der Schmerz übrig. Kommen Sie. Ich helfe Ihnen rüber zum Bett. Ah! Was soll ich im Bett? Das werden Sie dann schon sehen. Haben Sie einen Kurs gemacht? Na, wenn ich mich bei was auskenne, dann ist es Ischias. Mein Mann hatte nämlich 20 Jahre lang Ischias bis zu seinem Tod. Oh! Ist er dran gestorben? Sagen Sie doch nicht sowas. Und nun? Na, hinlegen auf dem Bauch. Ich gehöre nämlich zu den unsympathischen Patienten, die immer vorher wissen wollen, was passiert. Der Nerv muss gewärmt werden. Wo haben Sie denn Ihr Heizkissen? Habe ich eins? In letzter Zeit nimmt das zu wie eine Volksseuche. Ich vergesse einfach alles. Entweder es kommt von der Ernährung, oder die Menschen bewegen sich falsch, oder es liegt an den Umweltschäden. Worauf tippen Sie? Auf alle drei. Ich hab's doch neulich erst gesehen. Vielleicht in der Kommode. Ach ja. Nun legen Sie sich doch endlich hin. Sind Sie sicher, dass der Nerv geheizt werden muss? Lassen Sie es so lange wie möglich drauf und bewegen Sie sich nicht. Am besten, Sie liegen still bis morgen. Kann mich sowieso nicht bewegen. Und still liegen kann ich auch nicht. Wenn man krank ist, hat alles andere zurückzustehen. Gesundheit hat Vorfahrt und das gilt auch für Sie. In 3 Stunden muss ich los. Ich habe eine Verabredung. Von Absagen haben Sie wohl noch nie was gehört. Das geht nicht.
Es handelt sich um ein Rendezvous mit einer... Ach, sagen Sie nicht sowas. Wenn die nicht hilft, dann bin ich am Ende. Haben Sie denn meine Salbe nicht probiert? Ich habe mir noch 4 Tuben davon nachgekauft und sie alle in mich hineinreiben lassen. Also wenn das nicht hilft, dann hilft nur noch die Zeit. Hoffentlich hat Ihnen die Zeit auch geholfen. Was ist mit der Beute? Setzen Sie sich doch. Danke. Aus Ihrer Pfändung? Leider nichts geworden. Ich komme vorbei, um Ihnen meine Fruchtlosigkeitsbescheinigung zu bringen. Fruchtlosigkeitsbescheinigung? Gibt es sowas wirklich? Dass Sie noch Witze machen können, ist ein gutes Zeichen. Also ich war 2-mal bei dem Gastwirt. Beide Male vergeblich. In seiner Wohnung? Ja, er war nicht da. Ja und? Deswegen haben Sie das Feld geräumt? Ich konnte nicht anders. Wissen Sie, mir hat ein kleines, süßes Mädchen aufgemacht. 5 Jahre und keinen Tag älter. Sie war allein. Wären Sie reingegangen, hätten gepfändet. Und wo waren Sie das zweite Mal? In seinem Lokal. Und? Konnten Sie dort nichts ernten? Also nichts, was die geforderten 3.800 Mark wert gewesen wäre. Aber doch wenigstens ein Teil davon. Ja, was soll ich mitnehmen? Tische, Gläser, ein Zapfhahn? Na, die Ladenkasse. Also die war leer. Wann waren Sie da? Gestern gegen 18.30 Uhr. Ja, natürlich ist die Ladenkasse eines Restaurants um 6:30 Uhr leer. Um 10 ist sie schon voller. Was wollen Sie damit sagen? Ich will damit sagen, dass es Dinge gibt, die sich erst am späten Abend günstig entwickeln. Kennen Sie sowas nicht? Doch, kenne ich. Aber da habe ich Feierabend. Die waren sehr gut. Alles, was Sie gesagt haben, war in Ordnung. Sie hätten vielleicht nicht ganz so oft zu mir sehen sollen. Sagen Sie, ist das schlimm, dass die jetzt wissen, dass ich einen Anwalt habe? Überhaupt nicht. Sie können sich für alle Lebenslagen so viele Anwälte nehmen, wie Sie wollen. Das zählt zu den Menschenrechten. Ich habe Sie gewarnt. Ich habe Ihnen gesagt, wenn Sie mich belasten, verletzen Sie unseren Vertrag und müssen zurückzahlen. Das ist jetzt passiert. Wann sehe ich die 5.000 Mark? Die sehen Sie überhaupt nicht. Sie haben keinerlei Anspruch darauf. Und jetzt lassen Sie uns bitte in Ruhe. Und wenn Sie 100-mal Anwalt sind, mischen Sie sich nicht in Dinge, die Sie nichts angehen. Seit wann gehen einen Anwalt die Angelegenheiten seines Mandanten nichts an? Was glauben Sie, wozu Herr Arnheim mich engagiert hat? Ach, dann haben Sie ihm das eingeredet. Herr Elfenthal, wir würden jetzt gerne unseren Weg fortsetzen. Und zwar ungestört. Also Sie sind der erste Anwalt, von dem ich höre, dass Verträge nicht eingehalten werden müssen. Ich habe nichts mit Ihnen zu besprechen. Außer es kommt zu einem Rechtsstreit, dann hören Sie wieder von mir. Das wollen wir doch mal sehen. Tag. Ich glaube Ihnen gerne, dass es dringend ist. Aber Herr Liebling muss gleich weg und jetzt hat er noch Besuch. Wenn man rechtzeitig einen Termin macht, ist das ja auch nicht zu verachten. Wie wäre es, wenn Sie mich dazwischenschieben? Es dauert garantiert nicht lange. Dazwischenschieben kann man nur, wo eine Lücke ist. Und wir haben keine. Noch 5 Minuten. Ja, ich warte, bis Sie mir das Zeichen geben. Oh, ist das nicht der junge Herr Diemer? Guten Tag, ich bin hier, weil ich dringend wissen muss, wie die Dinge stehen. Sie haben mir versprochen, sich drum zu kümmern. Ich kümmere mich, dass mir der Kopf schwirrt. Ich höre gerade, dass die Verhandlung unterbrochen ist. Wo wollen wir uns treffen? Ich soll dich schön grüßen von meiner Mutter. Ah, danke. Ich habe sie gestern getroffen. Gut, wenn du sie wieder triffst, grüße sie auch von mir. Und? Was ist? Ich meine, mit deinem Lebensglück? Papa, ich will heiraten. Ja, guck genau hin, damit du siehst, wie dein Vater aus allen Wolken fällt. Sieht süß aus. Und wem? Bruno Pelzer. Kind. Den? Der hat doch nun wirklich gar nichts mit mir gemeint. Hast du dir das gut überlegt? Total. Weiß er denn schon was davon? Ich denke schon. Ihr seid euch also schon einig? Eine ganze Weile. Seit Monaten. Warum? Warum hat er mir nichts davon gesagt? Musst du ihn fragen. Wahrscheinlich, weil er zu feige ist. Willst du einen Feigling heiraten? Unbedingt. Ach, Kind, weißt du was? Eigentlich bin ich froh, dass du doch noch unter die Haube kommst. Mein Schätzchen. Danke. Hast du dir schon was mit dem Urlaub überlegt? Na, lass ich auf mich zukommen. Wir fahren nach Zypern. Wer ist wir? Na, Oliver und ich. Oliver? Du sag mal, hieß der vor 2 Wochen nicht noch Henry? Henry? Ich sitze jetzt seit 20 Minuten in diesem schlecht belüfteten Wartezimmer. Wie lange soll denn das noch gehen? Solange bis Dr. Pelzer frei ist. Bis jetzt hat er noch kein Zeichen gegeben. Na, dann will ich mal ein Zeichen geben. Richten Sie ihm aus, dass ich keine Lust habe, hier länger den Clown zu spielen.
Das ist eine gelinde Unverschämtheit, wie Sie mit mir umspringen. Und sagen Sie ihm, dass es in seinem eigenen Interesse liegt, sich so bald als möglich an mich zu wenden. Ja, bitte nicht so schnell, ich komme nicht mit. Ich bin jetzt gerade bei gelinde Unverschämtheit. Wenn Herr Pelzer... Der kann nicht durch ewiges Warten kompromissbereit machen. Dann sollte mein Kurs auf der Volkshochschule belegen. Ach, die habe ich vergessen. Herr Rechtsanwalt, wenn Sie 20 Minuten vor dem vereinbarten Termin kommen, dann ist es ja wohl kaum die Schuld von Dr. Pelzer. Ich komme und gehe, wann ich will. Drücken Sie sich das mal ein, junge Dame. Rechtsanwalt Bethke? Dr. Pelzer? Guten Tag. Es tut mir leid, wenn Sie ein paar Sekunden warten mussten. Kommen Sie bitte in mein Büro. Ein paar Sekunden ist gut. Psychologie an der Volkshochschule. Für Anfänger. Ich muss mich sehr wundern, was für unqualifizierte Ratschläge Sie Ihrem Mandanten geben. Sie ermuntern ihn, Geld zu behalten, das er aufgrund eines Vertrages...